Go. Ach, es geht schon weiter. Mache gerade einen Chilling am Strand. Hallo, willkommen zurück zu Guild Wars 2. Und wo ist denn der Soultrim? Ja, das weiß ich nicht. Wo ist denn der Soultrim? Ja, das weiß ich nicht. Wie, das weißt du nicht? Was soll ich denn das wissen? Kannst du mir das mal... Ach, da ist er. In Rüstung. Ja, der Bug ist wieder da. Der Bug. Ey, leg dich mal wieder hin. Du musst dich wieder hinlegen. Okay. So, es sind gerade wieder leider nicht die höchsten Framezahlen, aber das wird sich gleich ändern. Da bin ich ganz optimistisch. Das Problem war nicht öfter bei dem Spiel, komischerweise in letzter Zeit. So, jetzt habe ich mich wieder hingelegt. Bam. Steht hier, warte mal. Steht hier bei mir, du hast daneben getroffen. Das ist ein Sonnenschirm, du Idiot. Ach so. Ja. Vielen Dank. Ich dachte, du wolltest mir den Kopf treffen. Ein Ding. Oh, ist das geil. So, wen haben wir denn vor uns? Eine sexy Blondine und ein komischer Typ. Lady Kaffmeer. Und? Was hat der eigentlich für eine eklige Badehose an? So ein richtiger... Diese Badehosen, das sind ja diese richtigen... Vor. Wie nennt man die? Eierquetscher, sag ich schon mal dazu. Das ist Lord Farsen. Wenn du den kennen würdest aus der Adel-Storyline von den Menschen, dann wüsstest du, wer der ist. Wer ist denn das? Erzähl mal doch mal ganz kurz eine kleine Anekdote. Wir haben ja die erste Folge jetzt so ein bisschen, um chillig reinzukommen. Ich will noch ganz kurz mal begrüßen. Herzlich willkommen zur allerersten Folge des LPT Freitags. Ne, Moment. Ich weiß nicht, wann die Tage sind. Samstag ja, läuft das immer. Mittwoch und Samstag läuft das immer. Was soll ich die LPT-Tage. Ja, das habe ich auch nicht gesagt, dass du das weißt. Laufen die LPT-Tage immer. Und das ist die erste Folge von den LPT-Tagen. So. Ja. Genau. Mit wem wollen wir mal reden? Mit dem Fürst oder mit der Fürstin? Die Fürstin sieht ja ganz lecker aus. Ja, lecker. Lecker, schneckig. Schleckig, schlack. Würde ich gerne abschlabbern. Nein. Ich habe uns eigenhändig ein Haus gebaut. Es gibt komische Fetische, Nils. Glaub nicht, dass es sowas nicht gibt. Jetzt können wir für immer hier zusammen. Da gibt es Mastercards. Genau. Es ist so. Von euch, aber ist das so. Wirklich fertig? So, wollen wir jetzt gerne mit dem Fürst unterhalten? Wolltest du was zum Fürst erzählen oder sollen wir das mit dem unterhalten? Ich wolltest du noch was zum Fürst erzählen? Aber jeder hat solche Strandhäuser haben. Ja, die sind alles. Ist so ein bisschen traumig. Meine Zeit ist kostbar. Okay, willst du ihm vorlesen wieder? Da musst du nur kurz auf ihn draufdrücken. Oder soll ich ihm vorlesen? Okay, dann lese ich ihn vor. Sobald ich nach Götterkeld zurückkehre, wird mein Anwalt sich um die Konsortium, Entschuldigung, ich habe gerade mich in meiner hohen Sprache mich versprochen, in meiner Du klingst echt wie so ein wahrer Adliger. So, ihr meint die wild gewordenen Tiere und die randalierenden Siedler. Himmel, nein! Ach, jetzt willst du wieder in deiner epischen Stimme reden. Aber natürlich! Nein, aber du musst ja im Mann reden. Also, jetzt, Moment, ich mach nochmal. Nee, ich rede jetzt nochmal, rede jetzt wie ein Adliger nochmal. Himmel, nein, ich vermeide diese ganzen lächerlichen Veranstaltungen. Ich kann wieder nicht reden. Abgesehen davon hat die Löwengarde in die dualen Verwicklung ohne meine Mithilfe adäquater... Ach, Mann! Mithilfe adäquat genug gegenüber gehandhabt. Ja, also, normalerweise liest immer mein Sekretär. Ich bin ja viel zu fein zum Lesen, das macht mein Sekretär. So, wann ist die Beschwerde ist denn ihre Beschwerde bezüglich des Konsortiums? Was ist dann ihre Beschwerde? Ich kann heute nicht lesen, das ist so kacke. Kauf dir eine Brille. Ich hab eine, aber ich setz keine auf, brauch ich nicht. Warum nicht? Okay. Ja, doch. Es liegt nicht an der Brille, es liegt davon, dass ich so aufgeregt bin. Es liegt davon, dass ich so aufgeregt bin. Kannst du nicht mal deine Gedanken lesen, oder was? Wer das gerade gehört hat, das war ein Stift, den ich geworfen. Alter, was ist mit mir los? Der Jägermeister vorhin war wohl doch mit dem Captain Morgan zusammen echt keine gute Kombination. Ja, Jan Schweden ist nicht rare, ne? Captain Morgan mit Cola. Sollte man nicht so viel trinken. Ich hab da meine Erfahrung. So, back zu... Gibt's eigentlich auch Captain Gestern?
So, ich glaube, ich lese jetzt nicht mehr vor, habe ich keinen Bock mehr. Ach, so. Leck mich doch, Fürst, mit und sowas unterhalte ich mich nicht. Ich unterhalte mich lieber mit der hübschen Dame da drüben. Ja, aber deswegen, ich unterhalte mich ja, meiner auch. Deswegen unterhalte ich mich lieber mit der schicksten Dame. Mit der schicken Dame. Mit der Schnecke. Der süßen. Okay, jetzt. Dein Auftrag. Lies die Dame vor. Okay. Ein Souvenir? Das wird zurücknehmen. Nein, die klingt gar nicht so. Die klingt voll anders. Souvenir zu nehmen! Neu gewonnen Respekt! Hat die einen Adamsapfel? Nicht nur Adams! Situation südlich von Adam bobbelt ja. Zumindest haben wir gute Laune, kann man schon wie sowas. So viel kann man schon mal dazu sagen. Ja. Wollte ja, ich sagen. Okay, du musst lesen. Ich wünsche eine sichere Rückreise, ich habe keinen Bock mehr, die vorzulesen. Okay. So, wollen wir langsam mal die Quest widmen oder wollen wir noch ein bisschen. Ja, wollen wir diese. Lass uns mal der Quest widmen. Oder wollen wir den Krabbenspaß haben? Nö, ne? Krabbenspaß. Das hat letztes Mal auch nicht so wirklich funktioniert, ja, wo ich zu blöd war für dieses Game da hinten. Da wird man in unterschiedliche Server rein. Also, wir könnten jetzt. Also, nein, muss nicht sein. Hä, ja, sind wir denn jetzt bald wieder im Overflow raus? Wir sind ja gerade noch vorhin im Overflow wir gewesen. Wir sind immer noch im Overflow. Wann ist denn endlich das... Oh, wie viel sind denn jetzt heute drauf hier? Overflow, Trainer! Trainer! Lass uns doch ein Bier zum Mitnehmen kaufen. Ja, lass uns doch ein Bier nehmen. Guten Tag, ich hätte gern F. Ihr müsst öfter vorbeikommen. Ja, ich will sprechen. So, ach! Frieson-Bier, ich habe Ericsson-Bier erst gelesen. Warum verkaufen die hier kein Wort? Seidel? Wie kann, was ist denn eine Einheit, ein Seideljagdbier? Ein Seideljägerbier. Ich nehme Hochlandbier. Hochländerbier. Ich nehme Friesenbier. So, dann chillen wir uns gleich nochmal am Stand und trinken und essen was. So, was haben wir denn hier? Gekochter Flusskrebs oder Fischfilet? Fischfilet ist günstiger. Wir essen jetzt, wie die Einheimischen. Wir stellen uns auf die Palmen. Das machen die so? Ja. Machen die auch in Hawaii alle so? Das machen die alle so. Alle. Ich glaube, ich lege mich am Strand. Wo ist denn der? Wo bist du denn? Bist jetzt gar nicht mehr drauf. Ja, jetzt stehe ich hinter dir. Wie gesagt, die Frames sind leider immer noch nicht so hoch, aber... Ich bin optimistisch und sage, das ändert sich einfach noch. Und ich werde das auch weiterhin sagen, wenn es einfach so bleibt. Das sieht doch geil aus, oder? Ah! Ja, wirklich, ich stehe hier drin. Ja, gut. So, und die Weißen erheben sich. Oh, das war nicht rassistisch. Gar nicht. Und los, Untertan! Lutsch mir die Eier. Nee, was? Mann, das MP-Liste driftet wieder in Richtung ab, wo es gar nicht hingehört. Du läufst aber auch immer, als würdest du mich gleich schlagen wollen. Ja, das ist so eine Schlaghaltung. Bin ich auch. Ich bin die Schwarzen sind alle aggressiv. Nein, was? Ich hab was gesagt. Nein, gar nicht. Du bist ja auch ein komischer ja das Guardian. Wie war das mit dem allgemeinen rassistischen Let's Play? Nein. Für alle, die sich jetzt wieder aufregen, das war natürlich nur Spaß. Okay. Ich mach mal meine Späßchen. Oh, und ich mein Genick. Und ich habe mein Genick gebrochen, kein Ding. Hm? Ich habe mein Genick gebrochen. Mach das. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier so... Ja, wir machen mal eine Quest. Ach, ich wollte noch was essen. Ey, ich habe mir gerade was zu essen gekauft. Für alle, die sich entdeckt, du hast dir was zu trinken gekauft. Du weißt nicht mal, was du dir vor ein paar Sekunden gekauft hast. Doch, ein Humpen Hochlandbier und ein Fischfilet. Ja, das kannst du aber nicht mal essen, Idiot. Ach ja, das Fischfilet konnte ich ja nicht mehr essen. Das habe ich letztes Mal schon gekauft gehabt. So, jetzt habe ich mein Bier gesüffelt. Ach so. Nom. Kein Bier vor 4. Bier, ach ja, ich will ein Bier trinken. Das ist aber kein Bier. Kein Außerdem Bier vor 4. Ist es immer nach 4. Da, guck, ein Humpen Hochlandbier. Schön genüsslich einverleibt. Los. Ach. Wieder. Hä? Guck mal jetzt! Geil! Ich hab noch meine Badehose an. Das ist nur, liegt nur daran, dass du dumm bist. Das ist aber mir geil aus. Ich kämpfe in Badehose. Das passt schon. Ich bin Badehose. So true, ich kämpfe in Badehose. Hallo, Subdirektor 0. 0. Ich muss noch was dazu. Wie ihr schon gehört habt, gab es schon eine letzte Aufnahme, wo die Aufnahme mal wechselt, was alles nicht so richtig funktioniert hat. Mal wieder. Hat die Quest schon angefangen. Und weißt du noch, was am Anfang erzählt wurde, was da so die Anfangsstory ist? Erzähl mal ganz kurz. Ja, also das Ganze knüpft an die letzte Living Story, also lebendige Geschichte. Weißt du, was in der letzten Living Story vorkam? Nein, kannst du weiß ich erzählen? Nicht. Wieso sollte ich das wissen? Weil du die ganze Zeit Guild Wars suchtest. Verdammt. Ja, und zwar
Ich stelle mich mal ganz kurz ein bisschen, damit wir über die Küste gucken in der Zeit, wo wir, wo er jetzt erzählt. Damit wir über die Landschaft gucken. Und dann darfst du erzählen. Hier vorne sieht's doch super aus. Und zwar ist es dann erzähl mal ein. Dass, im Großen und Ganzen ging es darum, die Schaufler und die Flammenlegion haben sich verbündet, bla bla bla. Die Norn und die Char mussten aus ihren Gebieten flüchten, sind immer weiter runtergegangen in ihre Heimatstädte, also Schwarze Zitadelle und Höhlbrack. Und dann war da aber alles voll und dann sind die nach Lion's Arch gekommen. Und dann hat das Konsortium sich gedacht, verdammt, wir sind geldgeile Säcke. Und ja, lass uns die einfach mal nach zur Südlichtbucht schicken. Ja, und die Südlichtbucht, die gibt's seit November. Da war nämlich auch so eine Story. Im Ganzen und Großen ging es da darum, dass die Kaka, die wir gleich wahrscheinlich sehen werden, Lion's Arch angegriffen haben, also Löwenstein, Deutsch zu sagen. Und ja, dann sind wir einfach mal zu denen hingegangen und haben die alle niedergemetzelt und so weiter. So, das war einmal eine ganz kurze Einführung zu der letzten Living Story. Und was weißt du, hast du jetzt auch erzählt direkt, was am Anfang letztes Mal passierte? Ja, wir haben mit den ganzen Typen hier geredet, die haben alle Scheiße gelabert und... Weißt du doch, was die für Scheiße gelabert haben? Ja, also Alan Kiel hier, ne, wo ich hier gerade stehe, das ist so die, die leitet hier das Ganze. Ja. Dann gibt's hier noch ein paar andere unwichtige Typen, bla 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 bla. Wir müssen jetzt, glaube ich, mit dem gelben Stern reden, dann gibt's hier noch, ne? Subdirektor Noll. Mhm. Das ist halt der Subdirektor, also unter der Direktorin, Inspektorin Ellen Kiel. Ja. Und der leitet das Ganze so ein bisschen mit. Mhm. Und da gibt es später noch eine ziemlich lustige Referenz. Aber dazu später. Was mir gerade so einfällt, was ich jetzt mal ganz unprofessionell im Let's Play mache. Du hast die Audioaufnahme vergessen. Nee, das habe ich gemacht. Ich habe die aber vergessen. Ernsthaft? Natürlich. Nein. Du hast gerade nochmal nachgeguckt, das habe ich gemerkt, dass du nochmal nachgeguckt hast. Nein. Ja, so, also, deswegen gerade einfach, kann ich nicht die Grafik ein bisschen runterschrauben, sodass, wo geht denn das hier? Willst du etwa deine Qualität noch weiter? Aber Animationen sind schon auf niedrig, die Umgebung ist auf mittel, die Distanz auf mittel, Texturen auf... Ich kann die Texturen nicht auf niedrig halten, tut mir leid, Leute, aber das... Mach alles auf niedrig, das sieht doch viel geiler aus. Wollen wir mal gucken, wie es aussieht jetzt? Von der Framezahl hat sich nichts geändert. Oder wird sich jetzt erst eine Neustadt ändern? Nein, weiß ich doch nicht. Ist mir jetzt auch scheißegal, so. So. Ja. Einmal, ich will mal ganz kurz gucken. Mr. Lavanius. Gucken Sie hier hin, bitte. Danke. Niemand guckt Let's Plays, um Leute dabei... Niemand guckt wegen der Qualität die Let's Plays. Nein, wegen der Framezahl. Hä, mein Satz war schon vorbei. Mein Satz war schon vorbei. Niemand guckt Let's Plays. Nein. So, also. Sieht man ja bei Gronkh oder so, das guckt ja niemand. Das ist eine ganz geringe Zuschauerzahl. Das ist kein Let's Play, das ist schwach. Also. Oh, jetzt hast du die Gronkh-Army gegen dich. Jetzt wird mein Kanal gehatet. Nein, du hast sie gegen dich, weil du es auf deinem Channel hochlegst. Also, jetzt... Also, wir haben hier... Wir wollten weitermachen. Wir haben hier diese beiden Typen mit dem Sternchen. Ja, welchen sollen wir jetzt reden, ist egal, ne? Kannst du mal beide anquatschen, ne? Auf jeden Fall, warum wir jetzt überhaupt hier sind, warum die Hilfe brauchen, ist das Konsortium, die einfach nur geldgeil sind und hier irgendwie Geld haben wollten, haben die Siedler dazu gebracht, für sie zu arbeiten und sich hier anzusiedeln und ja, generell so hier eben zu wohnen und für die zu arbeiten. Und jetzt gibt's da aber Probleme, weil die nicht einfach hier bleiben wollen. Weil hier ist ja alles voll mit Kaka und allem anderen Gesocks. Mhm. Und wegen Ferienparadies und so. Ja, genau. Das sind Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Wo zum Teufel komme ich jetzt her? Ach, ich kann den Text nicht mehr. Für alle, die wissen, was ich jetzt gerade gesungen habe, sucht mal Bodo Wartke Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Ja. Ist sehr cool. So, jetzt aber zurück zu dem Spiel. Und, diese ich beiden. Ach, jetzt wir können ja erstmal mit den beiden Typen hier reden. Ich fang gerade schon an. Mit. Redet ihr mit mir? Moin! Hilfe! Frieden! Herrschen Verhältnisse gespannt! Konsortium Franz überlaufen! Du musst nicht nur die wichtigsten Wörter sagen, das ist kein Troll! Ach so! Ja! Das ist aber wechseln, ne? Also, aber schon so ein bisschen so aus, oder? Wie ein Troll! Ein sehr femininer Troll, aber sonst ein Troll! Die kann man gut trollen!
So, jetzt aber zurück zum Spiel. Vielleicht Troll für dich, indem sie so aussieht, als wäre sie kein Troll. Wir schweifen wieder ab, merkst du das? Ja, genau. Okay. Eine gefährliche Frau. Sie ist eine gefährliche Frau, pass auf. Ja. Okay, Freund, wir brauchen eure... Okay, Moment. Freund, wir brauchen eure Hilfe zum Erhalt des Friedens. Hier herrschen gespannte Verhältnisse und das Konsortium will das Fass nicht zum Überlaufen bringen. Kann ich helfen? Die Arbeitsverhältnisse auf der Insel sind bedauerlicherweise so feindselig geworden wie die hiesige Fauna. Wir müssen die Anstifter dieser Konflikte schnell ausschalten. Auch wenn das bedeutet, dass wir einige unserer Männer aus dem Verkehr ziehen müssen. Du wirst einfach aus dem Verkehr ziehen. So rauswinken. Ja, Polizei halt. Aus dem Nahverkehr. Die Frage ist, wie geht Fernverkehr? Aber gut, jetzt gehen wir zurück zum... Telefonsex. Gut, stimmt, das ist, habe ich jetzt nicht bedacht. Aber ja, ist ja kein richtiger Verkehr. Ich kann nur so bestückeln.